Und dass der Christoph ein bisschen lebhaft ist, das ist gar nicht das Problem. Aber Sie können sich einfach nicht vorstellen, wie nervig das ist, andauernd von diesen Papierkügelchen getroffen zu werden. Das stört den Unterricht massiv. Also jetzt lassen Sie uns mal sachlich bleiben, ja? Wenn Sie als erwachsene Frau sich von ein paar Papierkügelchen angegriffen fühlen, dann ist das ja nicht die Schuld von unserem Sohn, oder? Ja, wir haben da früher alle mit Papierkügelchen geschossen und da haben die Lehrer nicht gleich die Eltern in die Schule zitiert. Sorry, jetzt sind wir mal ehrlich. Wegen Papierkügelchen, das ist doch Pillepalle. Pillepalle? Finden Sie Papierkügelchen wirklich Pillepalle? Okay, also ich rede da nochmal mit Christoph wegen der Papierkügelchen. Ja. Sehr schön. Christoph ruft auch schon mal gerne einfach ungefragt in die Klasse rein. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie laut das sein kann. Gut, gut. Ich werde mit ihm drüber sprechen. Schönen Tag noch. Herr und Frau Thomsen, schön, Sie wiederzusehen. Sie wollten mit mir über Ihren Malte sprechen. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie was gegen unseren Sohn? Wie kommen Sie denn darauf? Nein, im Gegenteil. Ihr Malte ist einer meiner besten Schüler. Hörst du? Sie tut's schon wieder. Einer meiner besten Schüler. Sie relativiert die Leistung unseres Kindes mitten in unser Gesicht. Das ist eine Unverschämtheit. Genau die gleichen Frechheiten wie in diesem Zeugnis hier. Aber das ist ein fast perfektes Zeugnis. Ja, ja, ein fast perfektes Zeugnis. Malte ist für sein Alter geistig äußerst weit entwickelt. Musisch ist er sogar der Beste seiner Jahrgangsstufe. Schwammiger geht es doch nicht. Aber das alles ist positiv. Dieses Zeugnis ist eine Unverschämtheit für einen Siebenjährigen. Einer meiner besten Schüler. Für sein Alter. Musisch der Beste seiner Jahrgangsstufe. Ja, mit anderen Worten, er ist nicht Ihr bester Schüler? Wenn er ein Jahr älter wäre, dann würden Sie ihn wahrscheinlich als grenzdebil bezeichnen. Und eine Jahrgangsstufe unter ihm, da spielen die Kinder mit Zappel-Philipp-Syndrom wahrscheinlich besser Geige als unser Malte. Ist es das, was Sie uns sagen wollen? Oh. Nein, ganz im Gegenteil. Ich wollte damit ausdrücken, dass Ihr Sohn ein ganz tolles Kind ist. Aber ein toller Mensch ist er nicht, oder was? Werte Frau Urbach, mit solchen Formulierungen können Sie vielleicht Eltern von Hartz-IV-Kindern einholen, deren Kinder Geigenstunden mit Sozialamtgutschein bezahlt bekommen, aber nicht uns. Sie schreiben hier mit keinem Wort, dass unser Malte das absolut tollste Kind ist. Gut. Malte ist das absolut tollste Kind. Ist das Problem damit gelöst? Wir wollen das schriftlich. Bitte sehr. Malte, ist das absolut tollste Kind der Welt. Gut. Malte ist das absolut tollste Kind der Welt. Und wieso nicht des Universums? Finden Sie etwa, dass Malte dümmer ist als irgendwelche Viren aus dem All? Gut. Malte ist das absolut tollste Kind der Welt und des Universums. Jetzt zufrieden? Oh, das ist ja toll. Finden Sie wirklich schon geschlossen? Malte ist das absolut tollste Kind der Welt und des Universums. Na. Dann wollen wir den kleinen Scheiß nochmal vom Ballett abholen und der kleinen Tucke das höchstpersönlich mitteilen. Ach komm, lass das, muss er doch gar nicht wissen. Dumm wie der ist, weiß er doch gar nicht, was das Universum ist. Kinder. Ja, Herr Rösgen, Frau Rösgen, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich würde mich mit Ihnen gerne über Ihren Sohn unterhalten. Schauen Sie mal. Dieses Bild hier hat Ihr Sohn im Kunstunterricht gemalt. Ja und? Dieses Bild ist ein Hilfeschrei. Wieso denn das?
Das ist doch ein ganz normales Bild. Ein ganz normales Bild? Frau Rösgen, schauen Sie mal raus. Sehen Sie die Sonne? Hat die etwa ein Gesicht? Was? Oder schauen Sie hier, kringeliger Rauch? Kommt aus dem Schornstein. Fällt Ihnen was auf? Nee, wieso? Ich meine, der hat halt einen qualmenden Schornstein gemalt. Obwohl die Sonne scheint, heizen Sie im Sommer wohl kaum. Oder schauen Sie hier das Haus. Da hat er gar keine tragenden Wände gemalt. Was glauben Sie wohl, was ein Statiker dazu sagen würde? Ihr Sohn hat absichtlich ein stark einsturzgefährdetes Haus gezeichnet. Was reden Sie denn da? Das ist doch nur Gekrickel. Herr Rösgen, für mich fällt das ganz eindeutig in den Bereich von Wahnvorstellungen. Und das kann seine Ursache ja eigentlich nur im häuslichen Bereich haben. Was? Was kommt denn jetzt? Herr und Frau Rösgen, kann es sein, dass Sie seit einiger Zeit keinen Geschlechtsverkehr mehr haben? Wie bitte? Jetzt reicht's aber, Sie spinnen wohl. Schauen Sie hier. Eine Wiese, aber keine Blumen. Keine Blumen, kein Sex. Das ist ganz einfach Psychologie. So ein Schwachsinn. Herr Rösgen, dieser Hund ist blau und hat keinen Schwanz. Was heißt das? Ja, was heißt das? Mein Mann ist trockener Alkoholiker und leidet unter Erektionsproblemen. Danke. Schön, dass hier wenigstens einer mitarbeitet. So, mach die Scheiße hier, ich gehe jetzt. Jochen, Herr Rösgen, denken Sie doch an den Tobias. Wieso Tobias? Unser Sohn heißt Ludwig. Oh. Dann muss ich mich entschuldigen, dann ist das hier das Bild vom Ludwig. Das hatte er damals zum Teil mit seinem eigenen Blut gemalt. Ja, und daran ist jetzt auch irgendwas falsch, oder wie? Nein, nein, natürlich nicht. Ich muss mich nochmal entschuldigen. Wir von der Charles Manson Gesamtschule sind wirklich sehr stolz. Ja, dann ist ja alles gut. Ja, dann schönen Tag noch. Tschüss. Und das macht der Anton in jedem Fach. In jedem. Wir haben alle schon mal einen Spickzettel geschrieben, aber was der Anton da anstellt, das grenzt schon an professionellen Betrug. Also ganz ehrlich finde ich Ihre Anschuldigungen etwas unfair. Ich meine, wir reden hier von einem 8-jährigen Jungen. Das ist doch nicht schlimm, wenn da mal einer schummelt. Aber das tut er nicht. Der Anton ist ein ehrlicher Junge, ein sehr ehrlicher Junge. Wahrheit und Vertrauen sind in unserer Erziehung elementare Werte. Und wenn es drauf ankommt, dann... Zeigen Sie mal Ihre Hand. Die andere. Drehen. Sie haben alles abgelesen. Nein, habe ich... Nein, nein, ich habe... Nein, der Wecker hat nicht geklingelt. Und ich musste auch noch kochen. Mann, ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten. Raus! Sind Sie doof? Ich hasse Schule!